Naja, gerade nach hinten raus. Aber wir werden als Team nichts gewinnen und auch ich, ne? Ich habe gegen den 3000er zwischendurch gewonnen. Ne? Ich mache hier plus minus null, obwohl ich eigentlich so 300 Punkte unterbewertet bin. Nein, nicht 300, ne? Also, da ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so 200, denke ich, sind schon drin. Ne? Ich habe ja auch einen 3000er besiegt, also. Mal ja auch erstmal hinbekommen. Kack online. In Dunkel vor allem. Ach, den macht er jetzt. Habe ich doch den. Das nehmen wir doch gerne mit. So, ich glaube, das kann er ausgeben. Einen glatten Turm weniger. Aber muss er natürlich nicht. Nämlich irgendwie verarschen. Ja, du kannst Turm E2 spielen. Ich habe trotzdem zu viel mehr. Ach so, er lässt die Zeit ablaufen. Gut, ne, ich gewinne eh nichts, ja, also. Wir sind auf Platz 7 und wenn ich bin sogar auf 4 im Team. Ich vermute, viele, die sich hier vielleicht angemeldet haben, die haben dann nicht durchgespielt hier. Sieht man das ja auch in der Szene? Also ich würde das vielleicht tatsächlich auch machen. Aber auf Lichtus werden halt die Partie nicht abgebrochen und. Also ich meine, er hat ja wirklich, er stand ja wirklich, also ich habe halt hier zwei Bauern geopfert, aber er kam ja überhaupt nicht klar. Also hier sagt die Engine vielleicht noch, er steht besser, ja. Aber ich meine, hier schiebe ich einfach was mehr. Und auch der Dameinsteller war jetzt nichts. Ja, es ist durchaus verständlich, weil es mit der Arena-Zeit zusammenhängt, aber müsste halt auffallen, zum einen, dass ich jetzt nicht wirklich Interesse habe, die Partie noch in Arena-Zeit zu beenden, weil es bringt mir nichts, ja? Und, also warte mal, was habe ich denn für eine Punktzahl? Ich habe 65, ne? Hier sogar im ersten Team, das hätte ja nicht mal gereicht. Ich habe mich, glaube ich, 4 Stunden vorher festgelegt, welches Team ich nehme. Das hätte ich vielleicht lassen sollen. Aber selbst hier, ne, ich wäre nicht mal reingekommen. Das Ganze.
NetCM und FidoRating 2034 sagt auch vieles aus, wenn das denn stimmt, weiß man natürlich nicht. Weil jemand, der in Dubai leben kann, der muss sich eigentlich hier nicht für 20 US-Dollar die Finger schmutzig machen. Gut, ich müsste es auch nicht machen, aber. Er hat aufgegeben, aber ich denke mal, es war nicht mehr in der Partie drinne. Nee, war natürlich nicht mehr drinne.